Liebe Kinder, ich lasse das Licht noch für dich brennen. Vielleicht hört ihr gerne diesen Satz, wenn ihr am Abend im Bett liegt. Der kleine Lichtschein sagt euch, alles ist gut, du brauchst dich nicht zu fürchten, jemand ist da für dich. Viele Lichter begleiten unser Leben. Sonne, Mond und Sterne am Himmel, Lampen, Straßenlaternen, festliche Kerzen am Geburtstagskuchen, am Adventkranz, am Christbaum oder in der Kirche, ein flackerndes Lagerfeuer im Sommer. Wir brauchen das Licht zum Leben. Licht gibt uns Sicherheit, nimmt uns die Angst, hilft uns beim Suchen und Finden. Licht schenkt Wärme und Geborgenheit. Selbst ein ganz kleines Licht kann genügen, um die Dunkelheit zu vertreiben. Wenn Jesus den Menschen von Gott erzählt, dann verwendet er oft bekannte Bilder, die allen Menschen vertraut sind, die jeder versteht. Im heutigen Evangelium trifft Jesus einen Freund, dem er erzählt, dass Gottes Liebe wie ein Licht ist, das unser Leben hell machen möchte. Wir hören das Evangelium zum vierten Fastensonntag. Der Evangelist Johannes erzählt. Jesus erklärt, dass Gott uns sehr lieb hat. Wir beginnen mit dem gemeinsamen Kreuzzeichen. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. Jesus hatte viele Freunde. Ein Freund von Jesus hieß Nikodemus. Nikodemus hörte gerne zu, wenn Jesus von Gott erzählte. Jesus sagte zu Nikodemus: Gott hat mich extra zu euch geschickt. Ich soll euch alles von Gott erklären. Ich soll euch sagen, dass Gott euch lieb hat. Und ich soll euch zeigen, dass Gott euch lieb hat. Einige Leute behaupten, Gott schickt Jesus, damit Jesus die Menschen bestraft. Aber das stimmt nicht. Gott schickt mich, damit ich euch helfe. Ich will euch helfen, damit diese Welt eine gute Welt wird. Wenn ihr an mich glaubt, wird diese Welt gut. Jesus sagte: Ich will euch zeigen, dass die Liebe von Gott wie helles Licht ist. Viele Menschen freuen sich über das Licht. Die Menschen gehen zum Licht. Die Menschen gehen zu Gott. Die Menschen freuen sich über die Liebe von Gott. Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut machen will, wird euer Herz froh und hell und warm. Dann wollt ihr selber auch alles gut machen. Dann wollt ihr selber auch, dass die ganze Welt gut wird und hell und warm. Liebe Kinder, wir wünschen euch, dass ihr in der kommenden Woche oft spüren könnt, dass Gottes Liebe über euch leuchtet. Auch wir selber können wie die Sonne das Licht weiterstrahlen lassen an die Menschen neben uns. Ein freundliches Wort, ein fröhliches Lächeln, eine tröstende Hand oder Versöhnung nach einem Streit. All das sind Sonnenstrahlen der Liebe Gottes. Gott braucht dich und mich, um sein Licht ausbreiten zu können.